Ja, guten Morgen. Jetzt wollte ich euch mal erzählen, was heute Nacht passiert ist. Ich habe geträumt, ich hätte eine Packung Gummibärchen und das ist ja jetzt schon lange her, schon über 2 Monate, als ich das letzte Mal Gummibärchen gegessen habe. Ja, und heute Nacht habe ich dann eben im Bett so gefühlt und habe meinen Ohrstöpsel gefunden. Und der fühlt sich ja ähnlich an. Als ich aufgewacht bin, hatte ich auf jeden Fall den Ohrstöpsel im Mund und heute früh beim Packen war nur noch einer da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der noch auftaucht. Mal wieder ein bisschen bewegen. Heute Morgen wollen wir mal unser Visum für Vietnam beantragen. Dann bekommt mir Visa on Arrival für 15 Tage und da wir 4 Wochen dort bleiben wollen, müssen wir so ein E-Visum beantragen, das ist jetzt ganz neu. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, für das Visum, für das Beantragen in Vietnam muss ich jetzt noch ein paar Sachen ausdrucken. Das kann ich hier im Hotel. Die haben hier einen Computer und da kann ich dann das Ganze machen. Konnte ich es sogar kostenlos ausdrucken, das war richtig gut und ja, wir haben es kostenlos bekommen. Jetzt habe ich gleich 10 Ausdrucke gemacht, weil wir nicht nur für Laos den Antrag gleich ausgedruckt haben, sondern anschließend für Vietnam, wo wir ja ein E-Visum beantragt haben, aber wo wir Nachweis brauchen über finanzielle Sachen, dann das Einladungsschreiben etc., noch ein paar Kleinigkeiten und ja, da drucke ich auch gleich für Amerika und Kanada das ETA und ESTA aus und dann haben wir alles komplett.
da ist unser Zimmer. Zeige ich euch jetzt mal, wo die Annette arbeitet. Wir trinken jetzt mal vorne einen Kaffee in unserem Aufenthaltsraum. Wir gehen jetzt mal frühstücken. Ein Hunger. Müssen aber noch leise sein, weil da schlafen welche. Was denn? Sieht nicht nach Frühstück aus. Also wir müssen unser Frühstück erst suchen. Frühstück war jetzt inbegriffen bei dem Preis von 15 Euro, aber das kann man nicht essen. Deswegen suchen wir jetzt mal irgendwas, wo wir frühstücken können. So ist es halt. Nee, wir sind nicht anspruchsvoll, was das Frühstück betrifft. Wir haben echt schon viel gegessen, aber manchmal ist es einfach zu viel. Das ist einfach zu heftig. Ich meine, Toast, Butter und Marmelade, das würde ja schon reichen. Aber manche Unterkünfte kriegen das halt nicht hin. Nee, der Wasserschlauch von der Kaffeemaschine war ja auch schon verschimmelt. Also. Ja. Schauen wir mal, ob wir da vorne was finden. Das mag ich eigentlich gar nicht, wenn man Frische nach Frühstück suchen muss. Vor allem, es muss ja nichts Besonderes sein, aber einfach ein bisschen Toastbutter, vielleicht Marmelade, die man essen kann. Ja, das passt doch. Oder möchtest du lieber Joghurt statt Milch? Nee. Milch ist gut, ja? Ja.
neue Punkte. Sind unsere Treuepunkte. Das muss ich euch noch mal zeigen. Süß, oder? So viele haben wir jetzt. Ja, vielleicht hat er sich ja vertan. War ein Azubi. Aber schau mal, wie die aussehen. Das sind cool. So die Treuepunkte. Können wir beim nächsten Einkauf einlösen. Aber jetzt erstmal frühstücken. Yeah.